Ich bin Lisa Marie, 19 Jahre alt und mache die Ausbildung zur Papiertechnologin. Ich bin Johannes, bin 25 Jahre und komme aus Dassel und mache die Ausbildung zum Papiertechnologen bei der Hahnmühle. Ich habe gehört, dass die Hahnemühle hochwertige Papiere herstellt. Und dadurch, dass ich selber zeichne, hat mich der Beruf fasziniert. Ich habe vorher schon bei der Hahnemühle gearbeitet, konnte dort in die verschiedenen Segmente und Bereiche der Hahnemühle Einblick gewinnen und habe mich dann für die Ausbildung zum Papiertechnologen entschieden. Ich habe auf der Hahnemühle-Webseite den Beruf gesehen und habe die Anforderungen, die da gestellt werden, auch erfüllt sozusagen. Und deshalb war ich fasziniert auch von dem Beruf, erst recht als ich die Papiermaschinen gesehen habe. Mich fasziniert der Ausbildungsberuf Papiertechnologe total. Einfach das Arbeiten, man hat was in der Hand und unsere Maschinen sind ziemlich alt, aber sehr faszinierend. Also bei uns kann man noch praktisch Einblick gewinnen, wie Papier hergestellt wird. Also bei uns bei der Hahnemühle erlebt man praktisch Papiermachen noch richtig. Man sollte technisches Verständnis, handwerkliches Geschick und den Spaß an den naturwissenschaftlichen Fächern mitbringen. Aktuell bin ich in der Stoffaufbereitung und löse dort mit Hilfe des Pölpers Zellstoff und jegliche Hilfs- oder Fixiermittel auf, die dann durch die Papiermaschine gehen und da dann angefertigt werden. An der Papiermaschine werden noch gewisse Werte reguliert, was wir da auch dann lernen. Wenn man die Ausbildung erfolgreich abschließt, kann man in der Produktion zum Beispiel weiter tätig sein oder man bildet sich weiter, indem man einen Meister oder das Studium macht. Die Ausbildung geht 3 Jahre, man kann aber auch auf 2,5 Jahre verkürzen. Ich arbeite 38 Stunden die Woche in einem Dreischichtbetrieb. Aber aufgrund dessen, dass ich eine Auszubildende bin, arbeite ich meist nur in der Frühschicht. Dennoch habe ich die Möglichkeit, in die Spät- und Nachtschicht hineinzublicken. Ja, wir müssen zur Berufsschule. Wir haben Blockunterricht in Gernsbach, das ist im Schwarzwald. Wir müssen ca. pro Lehrjahr 16 Wochen dorthin. Wir werden tariflich bezahlt. Im ersten Lehrjahr verdient man um die 1000 Euro. Die steigert sich von Lehrjahr zu Lehrjahr. Zusätzlich bekommen wir Weihnachts- und Urlaubsgeld.